Okay, weiter. Ahoi. Da kenne ich mich auf jeden Fall aus mit. Ja, ich kann dir zum Witch-Doktor alles mögliche erklären, aber... Ja, das... Ja, halt, ne? Also Tom in 2 ist echt gar kein Problem. Ich renne hier einfach nur durch, so wie eben auch. So. Schön, dann haben wir das hier glatt. Lädst du mich gleich ein, oder was? Ey, ich steh da so, kämpf so, ne? Und dann, ich guck so nach unten links. So, gar so auf 7 Uhr guck ich gerade, ne? Und dann, ja, gehst du einen Schritt zur Seite, an so ein, ich stand neben so einem so ein Nest. Hier so einen Schritt zur Seite, um näher ranzukommen, über meine Spectral Blades. Und während ich so mich bewege, sehe ich so eine riesige Staubwolke. Und dann schießt einfach nur so eine Bestie voll an mir vorbei. Er war wirklich so ein Millimeter an mir vorbei. Das war gerade so krass. Und der war nicht auf Bildschirm, der war außerhalb vom Bildschirm. Das war richtig cool gerade. Oh, komm mal in mein Game, dann kriegst du was, was du wahrscheinlich nie wieder kriegen wirst. Nämlich das House of Curious. Das ist das zweite Mal, seitdem ich das Spiel spiele, dass das gespawnt ist bei mir. Wo muss ich jetzt hin überhaupt? Wo bist du denn, du? Lonely Dwelling? Komm da einfach zu mir. Ja. Wie gesagt, das ist das zweite Mal, seitdem ich das Spiel spiele. Und dieses Gebiet hier gehörte zu meiner Hauptfarmroute mit meinem Wizard. Zu meiner Hauptfarmroute. Und das ist jetzt das zweite Mal, dass dieses Haus hier spawnt. Okay. In, keine Ahnung, 1000 Spielstunden. Gehen wir da jetzt rein? Ab rein da, ja. Das hatte ich aber schon ein paar Mal. Früher. Sicher, dass es das war? Es gibt verschiedene. Ja gut, das kann auch ein anderes gewesen sein. Machen wir nicht so kleinlich sein. Hier die Kiste, das ist das Wichtige. Hier diese Adenas Jottings. Dass du das mitnimmst. Das Geld drin. Du... Dann hat's das... Nee. Ah doch, du spielst ja den Char schon länger. Ja. Ja, dann kann's sein, dass du schon hattest. Oder ich verwechsel. Was soll ich denn da kriegen? Frage ich jetzt mal so rum. Ja, nur ein Buch. Achso. Ah, doch, das hatte ich schon mal. Doch. Dann kann es aber sein, dass doch ein anderes Haus war. Also Athena. Ein Haus war da wirklich, was so selten war, was wirklich nur ein einziges Mal gekommen ist bei mir. Was okay. 100.000 Jahre gedauert hat. Ich will es nicht abstreiten. So ein bisschen... Ah, der also der Keyword ist tot. Können ruhig das nächste Spiel machen. So, gut. Dann müssen wir bloß dem Nasul das sagen. Ja, das wäre cool, wenn du dir mal das kurz erklärst. Wem soll ich was erklären? Dem Nersul, dass wir ein neues Game machen. Achso. Bleibt doch einfach next Game. Okay. So. Guck mal, ich bin schneller. Ob er den Witz versteht? Weiß ich nicht. Dann mach ich Non-Plug-Click, oder? Zu dritt reicht doch. Ja, ja, ich hab auch, Müssen wir nicht immer... Ja, ich bin dafür. ...die Party und so. Okay, euch noch einladen. Weil, mir wird angezeigt, dass ihr bald tot seid. Nee, sag sowas bitte nicht. Das ist böse. So eine Aussage will ich gar nicht hören. Es wird mir angezeigt. Oh, alle meine. Beide? Alle beide. Aber vielleicht liegt's noch an dir. Nö. Ich meine, vielleicht sterben Leute, wenn sie mir joinen, aber das wäre mir egal. So. Attacke! Was los? Ja, ich bin ja schon lange dran. Hä? Ich stehe noch im Bildschirm. Also in dem. Ist das nicht starten automatisch? Wenn ihr beide. Komm mal rein, ja. Sehr komisch. Ihr wart wahrscheinlich noch im Spiel. Jetzt nur die Frage, ob der Typ noch lebt. Ja, ja, der lebt noch. War auf jeden Fall neu. Er lebt auf jeden Fall. Es war ja bei mir gerade auch so, als ich reingekommen bin, war ich dann wieder voll da. So, ich komme zu dir. Ich glaube, er rafft jetzt bloß nicht, dass er auf Start klicken muss. Ja, doch. War für mich jetzt nämlich auch im ersten Moment komisch. Ich glaube, das ist die Crypt. Ich würde sagen, da gehen wir rein.
Aber bei dem im Akt 4 kann alles droppen und bei dem, wo wir jetzt hingehen, droppt bloß ein gewisser Schlüssel. Genau. Ja? Okay, gut. Er hat richtig verstanden, oh, schön. Was ihr rafft. Und das Rezept brauchst du halt nur einmal. Und das ist aber nur das Rezept für die Maschine, mit der das Portal aufmachst. Man braucht da noch das Rezept für den Ring, um den Ring dann später zu craften. Und das kannst du bei Squirt, also beim kleinen Mädchen, Akt 2 für 2 Millionen kaufen. Okay. Aber bis dahin ist ja noch was Sinn, bis wir die Materialien haben. Ja, ich sammle einfach alles ein, was ich finde und das ist gut. Oh, das hat er gut gemacht. Das gefällt mir. Seit wann hat denn der Barbar so einen Skill? Konnte auch der Monk eigentlich. Ich hab grad nicht hingeguckt, was hat denn der gemacht? Und die ranziehen, auf einen Haufen. Das hat aber glaube ich schon länger, oder? Ja, hat der eben ja auch schon gemacht. Nur dass ich da mitten drin stand, hast du das gemacht. Das ist cool. Ja, das ist richtig cool. Richtig gut. Alter, was geht da ab? Ach, das sind Illusionists, okay. 3,7 Millionen Crit. Ab geht's. Wo ist denn der Boss? Ah, da. Oh, Digga, Eissplitter. Komm nicht weg. Scheiße, jetzt lebt er noch. Busch. Ich hab mich gerade gewundert, warum die 4 so langsam sterben, aber ja, ist ja Torment 2, ja. Also relativ langsam. Ja, es geht doch noch, aber. Kam mir doch gerade bloß ein bisschen langsam vor. Trüffelchen ist da. Sehr schön. Ich mag diesen Russen. Der sagt kein Wort, macht genau das, was wir machen. Dem ist scheißegal, wenn wir Umwege nehmen. Nö, ja, der rennt aber durch. Der ist einfach immer hinterher und knüppelt drauf. So muss ein russischer Barbar sein. So stellt sich der russische Barbar vor. Schön. Ich glaube, wenn da irgendwas, wenn man hier Loot hätte, für alle, und man wird so, sich so dem Loot nähern, ich glaube, dann wird er einen anknurren. Ja. So stelle ich mir das vor. Wie hart gay das ist, wenn man versetzt wird. Ja, das war jetzt natürlich live für alle, Xanus. Aber ich will hoffen, dass es, darauf bezogen war, dass sich ein Kumpel hat einfach so stehen lassen. Das mit dem Mädel wirst du bestimmt nicht ertragen, oder? Xernos ist nämlich ein ganz sensibler. Ich wollte gerade fragen, ob er mitmacht, aber er hat ja keinen Hardcore-Char. Mann! Würde ich einer mal lieber einen Hardcore-Char machen? Verlieren immer alle ihre Hardcore-Chars. Scheiß Softcore-Mist, ey. Als wäre da so ein schwarzes Loch, was die Chars alle reinsaugt. Geht ihr lang? Wohin hier oben? Na, ich guck mal hier oben ins Eck. Da oben ist natürlich nichts. Ja. Schön. Ich weiß auch nicht, was die Leute machen. Das ist doch das einfachste Spiel der Welt. Jo. Oh, Girdle of Giants. Ja, toll. Für ihn, ja. Post uns das. Ah, lass ihn mal gratulieren. Ja, stimmt. Aber wird GZ nicht verstehen. Ja, warum nicht? Englisch? Grats? Grats? Ja klar, das ist also, Weltsprache. Das ist Deutsch, das ist Weltsprache. Nee, das ist Englisch. Grats? Das GZ sagen die auch so? Das kommt aus dem Englischen, das hat kein Deutscher erfunden, das GZ. Echt? Ich dachte, das war die deutsche Form von CG, also ja. Congrats. Ja, stimmt, da sagt man ja auch Grats, aber ich habe nicht gedacht, dass sie jetzt abkürzt und so. Komisch. GC steht nicht für Grats. Nee, CG. Steht für Gratulations. Ja, Congratulations. Ja, aber GC ist genau das gleiche. Nee, GZ meinst du, aber ja, okay. Ja, GZ. Nimm ich mal hin. Also, ich habe das nicht von einem Deutschen, das GZ. Ist halt assi. Mach bei uns mit. Ey, guck dir das an, guck dir das an. Das ist übel, oder was? Komm, was ihr macht. Ja. 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 Ah, also, Goblin! Ah, ja, toll, Goblin. Gerade jetzt ist das weg. Weißt du, wie viel Damage ich gerade gemacht habe? Nee. 194.000. Wie viel hat der? 17 Millionen? Krass. Kein Ding. Alles gut?
Ja, hab ich vernommen. 94.000 Damage gemacht. Übrigens, man kann später auch Items ändern mit dem Addon. So wie es im WoW später ging. Das passt jetzt Three Roads. Da fehlt bloß noch, Transmogrifizieren. Ja, das ist das ja. Nee. Nee, ich möchte nicht. Danke. Transmogri, Megri, Fafizieren oder so, denn das fehlt bloß noch bei dem Game. Dann haben wir eigentlich die WoW 2. So, ich bin da. Ja, aber das ist das doch. Nee, Transmogrifizieren ist doch das Aussehen ändern, oder nicht? Ah, ich meine. Und das andere ist, was du meinst. Ja, Trüffelchen, jetzt bist du dran. Du spielst WoW noch aktiv. Aber das hat einen anderen Namen. Das hat irgendwas mit. Ja, wo man auf jeden Fall die Attribute ändert oder die Eigenschaften da. Ich glaube Secondaries konnte man bloß ändern. Sowas wie Hit. Ja. Ist jetzt im Stream zu sehen, ja, und das ist echt frech, mich zu pieksen. Also musst du dich in-game auch noch Trüffelchen nennen und nicht Zazuri. Jetzt sind die Leute verwirrt. Ach, YOLO, ey, keine Lust zu warten. Mein Gott, ey. Umschmieden, ja, klingt irgendwie sehr einfach. Aber wir suchen nach dem englischen Begriff. Ja, den hast du nicht gesagt. Hast du nicht gesagt. Die Fortune. Epic, Legendary, Geil! Ja, aber nee, two-handed. Scheiß. Aber es ist ein dicker Hammer, mal gucken. Dicker Hammer? Ja, vielleicht braucht der Bub das ja. Sich, wenn du dem was schenkst. Mit Gordon, Intelligenz! Alter! Gordon ist, vorm Patch war das die beste Zweihandwaffe, die es gibt im Spiel. Und du hast einen Sockel drin. Das ist sehr gut. Ich weiß aber nicht, also Scorn war auch die beste Witch Doctor Waffe. Hast du gehört? Ja. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ja, will das wieder hingehen? Was ist denn da rechts? Weiß es nicht. Die Truhe wahrscheinlich. Aber wie gesagt, Scorn war die beste Witch Doctor Waffe für jede Skillung. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt brauche ich einen Gitbin. Refortune, es wurde noch korrigiert. Shit. Gitbin? Woher weißt du das? Weil der die Chance erhöht, dass ich ein Dingsbums. Ein Fetisch herbeibeschwöre. Und den will ich in Kombination mit ein paar anderen Items bringen, dann kann ich mich mit Fetisch-Army bauen. Ja, aber muss ja erstmal kriegen. Ja, ja, klar, ich sage ja bloß, das ist ja der. Mein Ziel. Allgemein gesehen, ich pack das Ding, werfe ich zumindest jetzt nicht gleich weg. Vor allem, das Geile ist, dass du jetzt die bessere Version von Scorn hast. Und zwar die, die keinen Fixed Amount von Bleed Damage hat, sondern den prozentualen. Guck dir das mal an, 316% Waffenschaden. Achso. Okay. Weil die neuen Bleed-Effekte, die sind alle prozentual, die alten, die waren alle fix. Dadurch hast du dann richtig kranken Bleed drauf. Also ich würde ernsthaft überlegen, das zu benutzen. Weil das mit so viel Int auch noch. Two-handed, shit. Ich würde da mal einen Stein reinknallen und dann mal gucken, wie das aussieht vom Damage her. Ist jetzt natürlich nicht mit viel DPS gespawnt, das ist das einzige Problem, weil das geht bis 1400 oder so. Aber immerhin ein Sockel und das ist schon mal sehr viel wert. Pack mir einen roten Sockel rein. Dein größtes Damage-Attribut ist sowieso Crit Chance und Crit Damage. Und wenn du dann Sockel hast und da 100% Crit Damage reinpackst, klingt einem das sehr viel. Warte mal. Doch, so. Trüppchen verlässt uns wieder. Oh. Ja. Weil ob du einen Zweihänder benutzt oder ein Fetisch als Offhand, ne? Hm. Macht jetzt keinen Unterschied für dich. Wird ja nur einen Unterschied machen, wenn du wirklich ein Schild benutzt. Ja, ich benutze ja ein Schild, also. Ach, du benutzt wieder eins, du hast doch gesagt, du jetzt für DPS. Ja, aber es so hat sich dann ergeben, dass ich vom Schaden her. Weil, wo bin ich denn hier alleine? Wo seid denn ihr alle? Ich hab da oben noch was gekillt. Du bist da oben, okay. Ich habe wieder ein paar Viecher. Ja, ich bin bei. Ich einfach mal jetzt ein bisschen Action, also wegschießen hier. Ich mache echt gut Damage mittlerweile.
wie schnell ich das so hingekriegt hab, ne? Das ist krass, ja, wirklich krass. Aber ich muss sagen,